Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Ypos Kapitalmarktdialog begrüßen. Das Format hat den Hintergrund, dass wir Ihnen einmal im Monat wesentliche Aspekte zu den Kapitalmärkten vorstellen wollen. Das heißt, wir werden weniger Schlagzeilen und Fakten aufgreifen, die Sie ohnehin in den Medien respektive von verschiedenen Kapitalmarktanalysen ohnehin wahrnehmen, sondern wir versuchen, etwas hinter die Kulissen zu blicken und vor allem auch Themen aufzugreifen, die uns von Kunden zurückgespielt werden, respektive Fragen, die doch eine größere Anzahl von Personen aktuell beschäftigen, um das ein bisschen hier letztendlich einzuordnen und natürlich auch Denkanstöße für die eigene Depot respektive Vermögensstrukturierung zu liefern. Sie sehen soweit den Bildschirm. Der Kontrollbildschirm schaut bei mir jedenfalls gut aus. Sie haben die Möglichkeit, über das Fragenfenster entsprechend hier sich in die Diskussion einzubringen. Sofern es an der konkreten Stelle passt, gehe ich gerne direkt auf die Frage ein. Und sofern es aufgrund weiterer Folien an einer späteren Stelle Sinn macht, dann bauen wir das nach hinten. Aber grundsätzlich gilt auch heute wieder das Versprechen, dass wir alle Fragen beantworten, sofern es nicht den zeitlichen Rahmen sprengt. Und dieser wird typischerweise irgendwo zwischen 30 und 45 Minuten liegen. Und der Rest ist davon abhängig, wie Sie sich entsprechend hier in die Diskussion mit einbringen. Letztendlich soll es ja auch ein Dialog sein und nicht nur ein Monolog. Also wie gesagt, fühlen sich durchaus aufgefordert, sich hier mit Fragen entsprechend zu beteiligen. Ansonsten der strategische Rahmen, mit diesem möchte ich beginnen, da ja doch wir Menschen sehr stark abgelenkt werden von den täglichen Schlagzeilen, von dem, was aus gewissen Nachrichten gemacht werden. Heute ist ja gleich jeder Datenpunkt, ist ja eine Push-Mitteilung, die Sie auf Ihr Smartphone bekommen. Und man verliert da manchmal so ein bisschen die Perspektive und auch den Blick auf das große Ganze. Und dementsprechend möchte ich die ersten Minuten nutzen, hier nochmal eine kurze Einführung in das grundsätzliche Bild zu geben. Und sofern Sie uns regelmäßig verfolgen, wird Ihnen das ein oder andere bekannt vorkommen. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns mit den Fakten immer mal wieder beschäftigen, die ja wirklich hier eine Basis darstellen. Wie sieht es grundsätzlich aus? Wir haben eine Entkopplung der Finanz von der Realwirtschaft. Das sehen Sie dargestellt hier im Chart. Und diese Chart zeigt Ihnen hier mal die Zeitachse dementsprechend. Also sprich, hier gehen wir auf der Zeitachse ja, von links nach rechts. Sie sehen es bis ins Jahr 2016. Und für alle Grafiken gilt, dass sie auch vorhin aktualisiert wurden. Also dementsprechend die aktuellen Daten von gestern. Und Sie sehen hier in dieser orangenen Linie dargestellt, hier, das ist die Wirtschaftsleistung der Vereinigten Staaten der USA. Wir sehen ja eine freudige Entwicklung seit den 60er Jahren, also es geht doch relativ ordentlich nach oben. Sie sehen hier diesen im Langfristvergleich Knick, ausgelöst durch die Hypotheken und fortfolgende Krise. Aber was mir noch wichtiger ist, Ihnen zu zeigen, das ist hier diese Linie, das ist das ausstehende Volumen der US-Staatsverschuldung, was über US-Staatsanleihen am Kapitalmarkt verbrieft ist. Und hier in grün sehen wir die Kredite, die in den Bilanzen der US-amerikanischen Geschäftsbanken entsprechend liegen. Und Sie sehen deutlich, dass wir irgendwann eine gewisse Entkopplung haben des Wirtschaftswachstums von der Finanzwirtschaft, respektive natürlich auch von den Schulden. Und vereinfacht gesprochen kann man sagen, dass jeder weitere Dollar Kredit, den man heute aufwendet, immer weniger Auswirkungen auf die wirtschaftlichen zugrunde liegenden Fakten hat. Das sehen wir nicht nur in den USA, das sehen wir zum Beispiel auch in China, wo man einfach merkt, dass ein weiterer Dollarkredit immer weniger auf die echte Wirtschaft sich auswirkt. Und dementsprechend sehen wir diese massive Entkopplung und das erklärt auch, warum unser heutiges Finanz- und Geldsystem doch so empfindlich ist für das Thema Schulden, respektive auch für das Thema Zins, was ja nichts anderes als der Preis der Schulden ist. Und die große Frage, die wir uns natürlich stellen müssen, wird entweder die Wirtschaftsleistung sich ja von unten nach oben so anpassen, dass sich diese Schere etwas verkleinert, oder wird irgendwann das Thema über Kapitalmarktpapiere und Kredite verbriefte Schuldenvolumen nach unten kommen, über Abschreibungen oder über eine durch Inflation bedingte Abwertung hier nach unten kommen. Aber irgendwie wird es sich wahrscheinlich irgendwann wieder anpassen. Und das ist natürlich ein wichtiges Thema, was wir auf dem Schirm haben sollten.
das trifft auch Sie, meine Damen und Herren, weil Sie kennen diese Bilanz. Auf der einen Seite haben wir den Gläubiger, auf der anderen Seite haben wir den Schuldner. Der Gläubiger, der hat Forderungen und Guthaben, die hätte er gern mit einer gewissen Rendite verzinst. Aber auf der anderen Seite muss der korrespondierende Schuldner, der die Verbindlichkeiten aufweist, der die Versprechen abgegeben hat, der muss natürlich diesen Zins auch erwirtschaften. Und wenn die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit nicht ausreicht, einen auskömmlichen Zins zu erzielen, respektive wenn das Wachstum in der Wirtschaft so gering ist, dass hohe Zinskosten einfach nicht tragbar sind, dann muss diese Rendite sich natürlich auch nach unten anpassen, eben auch diesen niedrigeren Zinsen. Den Zusammenhang, den haben wir überall. Wenn Sie heute Geld zur Bank bringen oder Sie bringen haben früher Geld zur Bank gebracht, dann haben Sie eine Forderung gegen die Bank und die Bank legt Ihr Geld wieder am Kapitalmarkt an. Die Bank realisiert eine gewisse Rendite, schneidet ihre eigene Marge heraus und gibt Ihnen den Rest als Zins weiter. Nun ja, da die Banken momentan am Kapitalmarkt nichts verdienen, kann die Bank auch weniger rausschneiden und kann ihnen schon gar nichts weitergeben, was auch der Grund ist, warum sie aktuell überall die Thematik finden, dass die Geschäftsmodelle der Banken auf den Prüfstand kommen, dass Gebühren für Girokonten und Ähnliches eingeführt werden, weil wenn die Zinsmarge fehlt, muss das Geld irgendwo herkommen. Nächster Aspekt, wir sehen das auch bei der Lebensversicherung dementsprechend. Sie zahlen Geld ein, die Versicherung nimmt ihre Verwaltungs- respektive Risikokosten heraus, den Rest legt sie am Kapitalmarkt an, ist ihrerseits wieder jemand, der Forderungen hat gegenüber Staaten, gegenüber Banken oder Industrieunternehmen, denen die Versicherung quasi ihr Geld leiht und wenn die Versicherung am Markt nichts mehr verdient, dann müssen sich entsprechend hier auch die Renditen der Versicherungsnehmer, also sprich der Kunden hier anpassen. Gleiches gilt für die berufsständischen Versorgungswerke der Freiberufler, also Ärzte, Steuerberater, Rechtsanwälte und Co. Und abschließend nichts direkt mit dem Kapitalmarkt zu tun, aber dennoch ein sehr, sehr wichtiges Thema, dass wenn Sie heute in das System einzahlen, dann bekommen Sie auch gewisse Ansprüche, Rentenansprüche, Pensionsansprüche. Und die sind natürlich genauso Staatsverschuldung wie das, was wir heute über Anleihen am Markt ausgeben. Deswegen, wenn wir irgendwo davon sprechen, dass es eine schwarze Null gibt, dann müssen wir natürlich immer auch mal hinterfragen, wie weit sind denn hier Schattenhaushalte integriert? Was ist denn eigentlich mit Bürgschaften, die Deutschland für verschiedene Parteien abgibt? Oder wie sieht es denn eigentlich mit den sogenannten impliziten Verpflichtungen aus, die natürlich dadurch entstehen, dass wir Versorgung für Beamte hier abgeben, respektive Einzahlung ins Sozialsystem haben. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und in einer Demokratie, in der natürlich die Politik wieder gewählt werden möchte, respektive in einer alternden Bevölkerung, die tendenziell eher ein Interesse am Statuserhalt als am Kapitalaufkommen für weitere Innovationen und Verbesserungen hatte, hat das natürlich entsprechende Auswirkungen auf die Refinanzierung des Staates und auf seinen Kapitalbedarf und das auch wiederum wichtig für den Zins und der Zins ja doch einer der elementären Einflussfaktoren auf die verschiedenen Vermögenspreise, egal ob es Aktien, Anleihen, Immobilien oder auch Edelmetalle sind. Also das sollten wir trotz diesem ganzen Lärm, den wir am Tage über erfahren, nicht ganz vergessen, dass wir doch in einer Demokratie legen mit gewissen Sozialsystemen, mit der Politik und mit den entsprechend auch Wahlen. Und das Thema Umverteilung ist natürlich ein ganz wesentlicher Aspekt. Ansonsten, Sie kennen das Bild grundsätzlich ursprünglich mal die Krise. Wir haben die Zinsen gesenkt. Das haben Sie daran gemerkt, dass es keine Zinsen mehr für Bankeinlagen gab. Dann haben wir die Nachfrage nach sicheren Anleihen gesehen. Und wenn die Anleihen im Kurs steigen, dann fallen die Renditen. Wenn die Renditen fallen, dann haben all diejenigen Probleme, die in diese sicheren Papiere investiert sind, wie zum Beispiel Kapitalsammelstellen, betriebliche Altersversorgung und Versorgungswerke. Und Sie sehen es, der rote Pfeil zeichnet es ein. Aus unserer Perspektive sind wir momentan hier. Man hat erkannt, dass die Finanzierung von Garantien und alten Zusagen ein Problem ist. Das stellen Sie fest, wenn Sie die Überschussbeteiligung Ihrer Versicherungen betrachten. Das können Sie weiterhin daran festmachen, dass die Beiträge Ihrer privaten Krankenversicherung steigen, weil wenn die Krankenversicherung irgendwann mal mit 3,5-4% Rendite kalkuliert hat, mit der man die Beiträge anlegen kann und heute bekommt sie nur einen Bruchteil davon, dann gibt es eine Finanzierungslücke und diese Finanzierungslücke, die müssen Sie eben als Versicherter hier über zusätzliche Beiträge erbringen.
Deswegen kann man mit Fug und Recht sagen, dass die aktuelle Zinssituation weitaus größere Auswirkungen auf sämtliche Aspekte des finanziellen Lebens hat, als wenn der deutsche Aktienmarkt, der lächerliche 3% der globalen Marktkapitalisierung ausmacht, jetzt hier mal 15 oder 20% steigt oder fällt. Also hier geht es wirklich darum, die Auswirkungen sind wirklich elementar und im Gegensatz zu einer Aktienmarktkrise sind viel, viel breitere Bevölkerungsschichten betroffen. Ansonsten langfristig das Thema demografische Entwicklung, ich habe es eben angedeutet, das hat Auswirkungen auf den Refinanzierungsbedarf des Staates. In einer Demokratie hat das Auswirkungen auf die Thematik, wofür das Geld ausgegeben wird. Also schauen Sie sich den Bundeshaushalt mal an, schauen Sie sich mal die Bevölkerungspyramide in Deutschland mal genauer an, dann ist relativ klar, dass wir reden oft über Bürgschaften für Griechenland und für sonst wen, aber die größten Versprechungen, die haben wir natürlich innerhalb des Landes und dementsprechend das noch ein großes Thema, aber wie gesagt, das wird erst in der Zukunft relevant werden, aber ich glaube, man hat heute schon die Auswirkungen auch am Kapitalmarkt irgendwo latent vorhanden. Deswegen, bei all dem, über was wir sprechen, denken Sie immer dran, die Schulden des einen sind das Vermögen des anderen und dementsprechend kann der Gläubiger, das sind Sie zum Beispiel als Geldanleger, nur die Rendite erwarten, die sich der Schuldner langfristig als Zins leisten kann. Und auch das hier mal schon die Perspektive zum Beispiel auf Japan. In Japan haben wir festgestellt, dass die Unternehmen begrenzte Wachstumsaussichten hatten. Wenn Sie als Unternehmen begrenzte Wachstumsaussichten haben, dann werden Sie weniger Kredite aufnehmen. Sie werden also das Wachstum eher aus Eigenkapital stemmen. Da eine Volkswirtschaft ein gewisses Kreditvolumen braucht, haben wir in Japan den Staat als großen Schuldner entsprechend gesehen. Und ich glaube, dass für die Eurozone ist das durchaus auch eine Perspektive, der man sich nicht ganz verschließen darf. Der größte Teil der Schulden, der wird aktuell öffentlich nicht diskutiert, obwohl er natürlich irgendwann mal zahlungswirksam wird, spätestens dann, wenn die entsprechende Generation in den Ruhestand geht, der 64er Jahrgang, ja der geburtenstärkste Jahrgang in Deutschland und dann werden aus abstrakten Versprechungen harte Cashflows und die müssen natürlich genauso bedient werden wie die Zins- und Tilgungsbestandteile einer Staatsanleihe. Deswegen das eine ist veräußerbar, die Anleihe, das andere ist nicht veräußerbar, das ist der Rentenanspruch, aber man sollte das natürlich trotzdem bei Anlageentscheidungen berücksichtigen. Im Kern wird es dann um das Thema Umverteilung gehen und da geht es nicht nur um finanzielle Aspekte, da geht es um soziale und auch gesellschaftliche Themen, die wir diskutiert werden und wie gesagt, die Stellschrauben werden vielfältig sein. Sie konnten sie in den letzten Jahren schon verfolgen. Das Alterseinkünftegesetz war doch ein gewisser Schuldenschnitt aus Sicht des Staates, dementsprechend eine Enteignung, eine Belastung für den zukünftigen Rentner. Dann die Einführung der Abgeltungssteuer zum 01.01.2009, eine weitere Belastung für den Sparer. Wir sehen auch Veränderungen und mit geringeren Renditeerwartungen verbundene steuerlichen Einschnitte auf der Betriebsebene von Kapitalgesellschaften, Stichwort steuerliche Begünstigung von Dividenden und das zieht sich ein bisschen durch und ja auch die Reform der Erbschaftssteuer wird ja wahrscheinlich auch den Mittelstand in der einen oder anderen Weise treffen. Also, meine Damen und Herren, so sieht's aus. Das ist das Big Picture und das wird sich auch im Wochenverlauf und im Monatsverlauf nicht ändern. Dementsprechend, wenn Sie Schlagzeilen in den Medien lesen, ordnen Sie das bitte immer hier in einen größeren Kontext ein. Kommen wir zur aktuellen Geldpolitik, dass die Europäische Zentralbank die Zinsen auf 0% gesenkt hat. Ich denke, das ist jetzt keine große Neuigkeit. Deswegen möchte ich über ein Thema sprechen, was mich viel mehr bewegt, was uns hier in der Kundenberatung auch deutlich stärker beschäftigt. Und was Sie hier wiederum sehen, ist auf der horizontalen Achse, sehen wir die Jahreszahlen. Auf der Hochachse sehen Sie Renditen in Prozent und die verschiedenen Farben zeigen Ihnen die Renditen von 10-jährigen Staatsanleihen verschiedener Länder. Wir stellen fest, dass wir hier in Blau sehen wir Deutschland. Also Deutschland zahlt Ihnen momentan, wenn Sie eine 10-jährige deutsche Staatsanleihe erwerben, eine Rendite von 0,23% pro Jahr. Für einen 10-jährigen Italiener kriegen Sie 1,25, für einen Spanier kriegen Sie 1,52, für Irland 0,6 und für Portugal 2,77. Natürlich alles vor entsprechenden Handelskosten, weil Sie müssen so eine Anleihe ja auch kaufen. Selbstverständlich auch vor Abgeltungssteuer und natürlich, das muss man auch sagen, natürlich auch vor Inflation. Und was wir hier sehen, ist, dass wir im Rahmen der Euro-Staatsschulden- und Währungskrise einen massiven Anstieg der Renditen hatten. Also die Staaten mussten sich teurer am Kapitalmarkt refinanzieren. Sie wissen es, damals wurde darüber diskutiert, ob der Euro Bestand hat, welche Länder aus dem Euro ausscheiden und ob man wirklich davon sprechen kann, dass wir nur weil wir einen gemeinsamen Währungsraum haben,
auch eine Bonität haben, die so ähnlich ist, dass diese relativ geringen Differenzen in den Renditen der Staatsanleihen zu rechtfertigen sind. Jetzt sehen wir einen massiven Trend nach unten. Diese Differenzen sind wieder zusammengefallen und dementsprechend sehen wir momentan ein Renditeniveau bei Staatsanleihen, das nichts mehr damit zu tun hat, wie die echte finanzielle Leistungsfähigkeit dieser Länder aussieht, also wie die Willigkeit und auch die Fähigkeit strukturiert ist, wirklich mal die Schulden langfristig zu bedienen. Also von Marktwirtschaft kann man hier nicht sprechen und dementsprechend sehen Sie auch an der Überschrift, ist Rendite ein Maß für Risiko? Eigentlich nein. Man verlässt sich eben auf die Notenbank und wenn man sich nur auf die Notenbank verlässt, was dann passieren kann, hat man ja gesehen, als die Schweizer Nationalbank mal die Währungsbegrenzung für den Schweizer Franken aufgemacht hat. Also wie gesagt, das ist ein absolut lächerliches Niveau und wenn Sie jetzt sagen, meine Güte, wer sollte denn da investieren? Da erinnere ich Sie bitte an die Bilanz, die ich Ihnen vorher gezeigt habe. Wenn Sie heute Geld zu Ihrer Bank bringen, dann verleiht natürlich die Bank Gelder an Kreditnehmer aus der Region, wenn man es jetzt mal sympathisch formulieren will. Aber auf der anderen Seite legt natürlich die Bank auch diese Gelder am internationalen Kapitalmarkt an. Schwerpunktmäßig natürlich in Anleihen, weil diese per se mit einem geringeren Risiko erachtet werden. Die Versicherer müssen solche Papiere mit keinem oder nur sehr, sehr geringem Eigenkapital hinterlegen. Aber wenn Sie sich das mal durchrechnen, eine Differenz zwischen, nehmen wir mal Deutschland und Italien, dann kriegen Sie für Italien 1,25, Deutschland eben mal 0,25. Dann haben Sie eine Differenz von 1%. Wenn Sie dann die Abgeltungssteuer von 25% abziehen, haben Sie eine Differenz von 0,75%. Das heißt, pro 100.000 Euro Kapital, was Sie hier ins Feuer stellen, da Sie eine geringere Bonität akzeptieren, haben Sie eine Differenz von 750 Euro. Also 750 Euro mehr Rendite in dieser Betrachtung pro Jahr gerechnet bei den 10-jährigen Papieren, dafür, dass ich das Geld nicht nach Deutschland packe, sondern nach Italien. Und ich glaube, da unterschätzt man momentan doch gewisse Risiken. Grundsätzlich, wenn Sie das alles für Wahnsinn halten, was momentan passiert, und Sie das für einen Irrsinn halten, dann muss man mal sich natürlich das grundsätzlich auch noch betrachten. Ich schaue mal kurz, ob der Ton noch da ist. Sekunde mal. Ah, ich höre, Sie hören alles. Bei mir sagt da gerade die Aufzeichnung. Die Audioqualität Ihrer Aufzeichnung ist möglicherweise momentan vermindert. Aber okay, schauen wir mal, dass wir weitermachen. Was Sie hier sehen, das ist nichts anderes als die Zentralbank Aktiva der verschiedenen Notenbanken gemessen an der Wirtschaftsleistung des jeweiligen Währungsraumes, also dem BIP, dem Bruttoinlandsprodukt. Und Sie sehen es hier in Rot dargestellt. Sehen wir Japan, hier unten sehen wir die Eurozone, also die EZB, respektive die USA. Und Sie sehen, im Verhältnis zu Japan haben wir noch riesengroße Differenzen. Das heißt, man könnte durchaus argumentieren, dass hier sowohl in der Eurozone als auch in den USA noch ausreichend Luft für Interventionen der Notenbanken besteht. Und jetzt hat man entschieden, auch Industrieobligationen, also Unternehmensanleihen zu kaufen. In Japan hat man entschieden, auch ETFs auf Aktienindizes zu erwerben. Also wie gesagt, gehen Sie davon aus, das, was Sie als Wahnsinn bei den Notenbanken oder umgangssprachlich Gelddrucken oder Helikoptergeld bezeichnen würden. Sie sehen es hier rein an der Darstellung, da wäre noch Luft. Und wer jetzt der Meinung ist, dass ja eine solche Entwicklung ja die Währung zerschießen müsste und dass sämtliches Vertrauen in diese Papiergeldwährung wie den japanischen Yen ja auflösen müsste, der sollte sich mal die Entwicklung des japanischen Yen gegenüber dem Euro oder gegenüber dem Dollar anschauen. Zeitweise ist der japanische Yen ja immer noch etwas, was als Fluchtwährung genutzt wird, trotz dieser unglaublichen Eingriffe hier in den marktwirtschaftlichen Preisbildungsmechanismus. Und ich erinnere nochmal daran, in Japan sehen wir ja viele Entwicklungen in Sachen Demografie, in Sachen Wachstumsschwäche, die wir wahrscheinlich und leider Gottes oder möglicherweise in der Eurozone noch vor uns haben. Also da müssen wir uns einfach von unserem finanziellen Gedächtnis befreien und müssen hier im Endeffekt nach vorne schauen. Verrückter geht grundsätzlich immer, auch das möchte ich nochmal zeigen und gerade vor dem Hintergrund, dass auch viele von unseren Kunden uns angesprochen haben, was für ein Wahnsinn das wäre und die EZB und man zerstört das Geld und welche Sorgen da auch dann diskutiert werden. Aber verrückter geht immer und Sie sehen wiederum dargestellt die Renditen in Prozent hier auf der Hochachse und dann sehen Sie zwei Anleihen. Das eine ist hier in Türkis,
Das ist eine US-amerikanische Staatsanleihe und hier in dunkelblau eine japanische Staatsanleihe. Der Unterschied liegt daran, dass die japanische Staatsanleihe eine Restlaufzeit von 30 Jahren hat, die US-amerikanische Anleihe eine Restlaufzeit von 2 Jahren. Und wir sehen, dass sie momentan, wenn sie dem japanischen Staat für 30 Jahre Geld leihen, sie weniger Rendite, also weniger Vergütung bekommen, als wenn sie dem amerikanischen Staat Geld für 2 Jahre leihen würden. Also verrückter geht immer und ich glaube, darauf sollten wir uns auch gefasst machen, dass wir in Sachen Zinsen und Geldpolitik das Ende der Fahnenstange wahrscheinlich noch nicht gesehen haben werden. Deswegen, Fazit. Unseres Erachtens wird das systemische Risiko in der Eurozone aktuell nicht bezahlt. Systemisches Risiko heißt letztendlich dessen, dass wir die Thematik haben, ob zum Beispiel ob Großbritannien Partner der Europäischen Union bleiben wird. Ich glaube auch, dass solche Terroranschläge eines dieses schrecklichen Ausmaßes, wie wir es ja heute in Brüssel miterleben mussten, dass die nicht unbedingt dafür stimmen, dass die Großbritannien sagen wird, okay, wir bleiben in der Europäischen Union. Ich glaube eher, dass dieses Thema Schließung der Grenzen dadurch noch verstärkt wird. Und das meines Erachtens ein großes Thema, dass man grundsätzlich sagen muss, die Renditen sind momentan verzerrt, die sind eigentlich viel zu niedrig für das Bonitätsrisiko, was man als Anleger trägt, sei es als Bank, als Versicherung oder als auch als privater Anleger. Aber noch mit dieser systemischen, mit dieser politischen Komponente ergänzt auch um die uneinheitliche Vorgehensweise im Rahmen der Flüchtlingsthematik, die uns wahrscheinlich auch noch auf Jahre begleiten wird, das doch ein großes Thema, was wir als Anleger hier auf dem Schirm haben sollten. Ich hoffe, Sie haben gesehen, dass die Notenbank in Form der Europäischen Zentralbank noch Potenzial hat, dass alles noch deutlich verrückter geht als das, was wir aktuell gesehen haben. Und Sie haben hoffentlich verstanden, dass jeder von uns Anleihen der Eurozone hat, weil Sie haben Bankguthaben, Sie haben Geld bei Versicherungen, Sie müssen ja irgendwo hin mit dem Geld. Und wenn Sie der Bank Geld geben, dann legt ihr das Geld natürlich auch in der Eurozone an, in Pfandbriefen, Unternehmensanleihen, in Staatsanleihen und gleiches gilt für Versicherung. Deswegen, Risikostreuung ist angeraten. Am Ende des Tages, die Risikostreuung müssen Sie letztendlich hier selbst machen. Meines Erachtens eine breitere Streuung sowohl über Schuldner, also sprich staatlich, quasi staatliche, aber auch privat, wie zum Beispiel von Unternehmen, aber natürlich auch Währung, also andere Währungsräume, nicht nur aus dem Aspekt dessen, dass hier vielleicht das Zinsniveau etwas höher ist als in der Eurozone, sondern aus dem Aspekt der Risikostreuung. Und daher auch der nächste Punkt, der sich hier anschließt, die Frage, ob und inwieweit man zum Beispiel Investitionen in Unternehmensanleihen im US-Dollar mit einer Währungssicherung versehen möchte oder nicht. Das kann man nur beantworten, wenn man die eigene Vermögensstruktur und auch die finanzielle Risikobereitschaft betrachtet. Da gibt es keine Pauschallösung, aber auch das muss gesagt werden. Es gibt heute sehr, sehr einfache und effiziente Möglichkeiten, zum Beispiel über einen ETF, über einen Indexfonds in einen Unternehmensanleiheindex in den USA zu investieren. Hier entsprechend auch die Währung abzusichern. Die Währungsabsicherung wird von dem ETF-Anbieter übernommen. Die drückt sich auch in den Gesamtkostenquote der sogenannten TER aus. Und da hat man schon mal einen sehr, sehr guten Vergleich. Was kostet mich so eine Währungsabsicherung? Und auch das muss man sagen, ein großer Anbieter kann das natürlich effizienter gestalten, als wenn sie das als einzelner Privater hier tun. Aber die Message soll an dieser Stelle ganz klar sein. Sollten wir mal über das Thema systemisches Risiko in der Eurozone sprechen, sollten die Diskussionen um den Euro als einheitliche Währung wieder zurückkommen, dann muss man sagen, es hat eigentlich jeder gewusst. Es ist jedem klar, dass die Renditen am Markt momentan zu niedrig sind und zusätzlich sind auch die Instrumente und die Möglichkeiten da, Teile seines Geldes in Abhängigkeit der gewünschten Risiko- und Streuungskomponente effizient und kostengünstig auch hier abzubilden. Weitere Alternativen, auch das ist ein wesentlicher Punkt. Wir reden immer über Risikostreuung im Bereich auf verschiedene Vermögensklassen, also Geld auf Aktien, Anleihen und Ähnliches zu verteilen. Aber ich habe es Ihnen mal hier mitgebracht, habe die Daten heute um 20 nach 4 nochmal gezogen. Worum geht es mir hier? Sie sehen es hier, das sind verschiedene Discount-Zertifikate bezogen auf den Euro Stoxx 50, also einen Index der Eurozone, der die Aktie mit der höchsten Marktkapitalisierung abbildet. Und ich möchte Ihnen mal zeigen, dass wenn Sie heute bereit sind, mit einem Sie können heute
mit einem Abschlag von 16% in die Märkte investieren und sie deckeln dementsprechend ihren Gewinn auf 6%. Also sprich, sie können nicht mehr als 6% verdienen. Sie geben einen Teil der möglichen Wertentwicklung nach oben ab, aber dafür investieren sie eben mit einem Discount, respektive mit einem Sicherheitsabschlag in die Märkte. Ich habe mir das auch mal bewusst über mehrere Banken, sogenannte Emittenten, mitgebracht, damit Sie auch mal sehen, wie homogen die Märkte hier sind. Also ich spreche gerade bei solchen einfachen, strukturierten Produkten, haben wir eine sehr, sehr hohe Transparenz. Da sind die Konditionen relativ ähnlich. Und meines Erachtens, in dieser Niedrigzinsphase reicht es nicht mehr aus, sein Vermögen nur über Vermögensklassen zu strukturieren. Man sollte auch Phasen nutzen, in denen solche Konstruktionen eher günstig möglich sind, mal zu nutzen, um weitere Chance-Risikoprofile in das Profil zu integrieren und bewusst auch damit eine weitere Streuung im Portfolio herbeizuführen. Also das Thema strukturierte Produkte, die haben natürlich auch Nebenthemen. Wir müssen auf Emittentenrisiken achten, wir müssen auf Gesamtaspekte im Portfolio achten, aber auch nochmal der Instrumentenkasten heute für Privatanleger größer und zu besseren Konditionen verfügbar, als das jemals, glaube ich, in der jüngeren Finanzgeschichte der Fall war. Also auch hier die Digitalisierung und der hohe Wettbewerb zwischen den Banken, der wirkt sich doch dann auch positiv aus, wenn man eben ein bisschen auch offener an das Thema rangeht. Wichtiger Punkt, angesprochen auch im letzten Kapitalmarktdialog im Februar. Damals hatten wir Ihnen gezeigt, wie Sie Differenzen zwischen klassischen Anleihen und inflationsgebundenen Anleihen ausschauen. Wir haben damals darauf hingewiesen, dass ein Inflationsschutz über inflationsgebundene Anleihen durchaus ein Thema ist. Und man sieht das jetzt auch hier sehr schön. Das sind die angenommenen aus Kapitalmarktpreisen abgeleiteten Inflationserwartungen für verschiedene Laufzeitenbänder in den USA. Aber und Sie sehen, dass insgesamt vom Tief sind die alle ein ordentliches Stück nach oben gekommen. Also die Inflationserwartungen in den USA gehen letztendlich nach oben. Und ich möchte Sie einfach dafür sensibilisieren, dass das Thema Inflation nicht tot ist, dass weder ich noch irgendjemand Ihnen sagen kann, wann und warum sich Inflationsraten wieder erhöhen könnten. Es könnten die Rohstoffpreise sein, es könnten höhere Lohnabschlüsse sein, es könnten vielleicht auch konjunkturelle Probleme sein, die auf einmal das Produktangebot verkleinern und dementsprechend Preise steigen. Also niemand weiß es, aber man sollte sich immer fragen, wenn es zu einer Inflation kommt, welche Teile meines Vermögens sind betroffen und was kann ich heute tun, um auch in meiner Vermögensstruktur Vermögensklassen und Instrumente zu integrieren, die mich in einem solchen Fall schützen. Und deswegen habe ich es Ihnen hier auch mal mitgebracht. Nochmal, auch als Fazit, wie kann ich mich gegen Inflation schützen? Klar, Rohstoffe haben einen großen Anteil an der Headline-Inflation. Das ist das, was Sie meistens auch in der Presse sehen. Man muss da nochmal dazu differenzieren zur Kerninflation ohne Energie und Lebensmittel, Tabak wird auch nochmal rausgerechnet an. Wir sehen Rohstoffe natürlich, klar, das ist komplex, dann agiert man auch teilweise über die Terminmärkte, hohe Schwankungsrisiken, aber ist natürlich eine Möglichkeit, gewissen Inflationsschutz einzubauen. Gold ist ein sinnvolles Instrument, hat aber auch hohe Preisrisiken. Gold schwankt ungefähr so stark wie der US-amerikanische Aktienmarkt, wenn man die reine Schwankungsbreite betrachtet. Also ist jetzt in dem Sinne bezogen auf die Schwankung kein defensives Investment, sondern hat seinen Charakter dadurch, dass es sich natürlich anders verhält als der Aktienmarkt und dementsprechend eine gewisse Diversifikation bringt und auch im Sinne einer Risikostreuung, einer Wertsicherung außerhalb des etablierten Finanzsystems hat ja Gold die längste Geld- oder monetäre Historie. Also daher Edelmetalle auch als Thema, als Inflationsschutz oder Krisenschutz nach wie vor natürlich ein Mittel der Wahl auf der strategischen Seite. Dann Anleihen mit Inflationsschutz hatten wir eben schon mal angesprochen und na klar, Aktien, vor allem auch Aktien, die eine Preissetzungsmacht haben, die eine Nachfrage kreieren, die unabhängig davon ist, ob die Konjunktur besonders gut oder schlecht läuft. Das ist natürlich ein Thema, was man haben muss. Und letztendlich muss man aber konstatieren, es gibt kein perfektes Instrument für den Inflationsschutz, sondern man muss schauen, wie ist meine individuelle Situation? Bin ich noch berufstätig? Bin ich schon im Ruhestand? Wie sieht meine Vermögensstruktur insgesamt aus? Habe ich viele Immobilien? Habe ich keine Immobilien? Was kann ich denn wo an die Inflation vertraglich anpassen? Also wenn Sie Presse und Meinungen hören, dann gibt es natürlich immer pauschale Urteile, aber diese pauschale Urteile passen natürlich nicht zu Ihrer persönlichen Situation respektive zu Ihrer finanziellen Risikobereitschaft. Also wie gesagt, nehmen Sie es mal mit, Inflationsschutz sollte man auch mal entsprechend hier
überdenken. Kommen wir kurz zum Aktienmarkt. Und geht es jetzt weniger darum, ob der DAX jetzt bei 9.800 oder bei 10.000 Punkten steht. Ich glaube, dafür müssen Sie nicht hier von 18 bis 19 Uhr an einem Webinar teilnehmen, sondern ein Thema, was momentan diskutiert wird, ist das Thema, ob wir einen Favoritenwechsel am Aktienmarkt sehen. Grundsätzlich gibt es am Aktienmarkt zwei große Segmente. Das eine sind die sogenannten Wachstumstitel, also Growth. Und das andere ist Thema Substanz, das Value. Und hier muss man sagen, ja, dieses Thema Value wird auch von verschiedenen Investoren unterschiedlich definiert. Nichtsdestotrotz, was Sie hier auf dem Bild sehen, ist nichts anderes, dass wir hier einmal aus dem S&P 500 einmal den Growth Index haben, also die Wachstumstitel, und dann den Value Index. Und hier unten in Rot, da sehen wir die relative Differenz. Und wir haben lange Zeit gesehen, dass Wachstumstitel besser gelaufen sind als Value-Titel. Und Value insgesamt, also dieses Thema Substanztitel mit einer starken, relativen schwächeren Performance als Wachstumstitel. Das sehen Sie auch besonders bei Anlagestrategien, bei Investmentfonds, die dieses Thema Value sehr diszipliniert umsetzen. Aber jetzt sehen Sie hier, die relative Linie geht wieder nach oben. Also sprich, Value läuft jetzt relativ gesehen besser als Growth. Und das eben auch ein Aspekt, den man sich anschauen sollte, weil wenn Sie heute einen typischen Indexfonds kaufen, also einen ETF, der einen marktkapitalisierungsgewichteten Index abbildet, wie den DAX oder wie den Euro-Stoxx, dann sehen Sie dort tendenziell die Growth-Titel und relativ wenig Value-Titel. Und im Sinne der Risikostreuung auch am Aktienmarkt sollte man darauf achten, dass das Portfolio hier breit über die verschiedenen Stile entsprechend gestreut ist. Und auch hier muss man sagen, gibt es ausreichend Instrumente auf der Investmentfonds-Ebene, auf der ETF-Ebene, um hier wirklich ein breit gestreutes Aktienportfolio aufzusetzen, was eben nicht nur auf marktkapitalisierungsgewichteten Indizes basiert, sondern was auch entsprechend hier zum Beispiel Anlagestile wie Value mit integriert. Und da sieht man schon auch, dass die Stabilität auch innerhalb des Aktienteils Ihres Depots entsprechend stabilisieren kann. Und man kann sich gut vorstellen, dass dieses Thema Value jetzt vor einer Renaissance steht. Bin mir sicher, da werden Sie auch in den nächsten Wochen, Monaten immer mal wieder was in den normalen Medien finden, weil da gehen gerade sehr, sehr viele Research Paper von den großen Analystenhäusern und Investmentbanken rum und die brauchen immer ein bisschen, bis sie in die normale Presselandschaft diffundieren und daher das Thema sollte man mit aufnehmen. Also auch hier Risikostreuung, wichtiges Thema. Konjunkturkredit. Heute kamen mir die Daten rein, IFO-Geschäftsklimaindex. Die Daten waren leicht besser als erwartet. Wir sehen es grundsätzlich hier oben. Also wie gesagt, das war eine positive Nachricht, haben, glaube ich, auch dazu beigetragen, dass sich der Aktienmarkt, also der deutsche Aktienmarkt, auch etwas gefangen hat, trotz der Vorfälle in Brüssel. Und im unteren Chart sehen Sie nochmal dargestellt in grün die Geschäftserwartung für die nächsten 6 Monate. Da sehen Sie aber auch, hier geht es ein bisschen nach oben von niedrigen Niveaus, die Beurteilung der aktuellen Lage. Da muss man auch sagen, das sind jetzt Daten, die sollten Sie weder dazu verleiten, Ihre Anlagestrategie besonders offensiv zu gestalten, noch besonders defensiv. Hier muss man ganz klar momentan sagen, wenn wir uns die Zahlen betrachten, dann hat das keinerlei Auswirkung auf die strategische Allokation eben in Aktien. Ansonsten hier nochmal ein Indikator, der verschiedene Daten zusammenfasst und versucht einen zeitnahen Eindruck über das Bild der US-Wirtschaft, also gemessen am GDP, Bruttoinlandsprodukt darzustellen. Und das ist hier in grün dargestellt und da sehen Sie auch, okay, da gehen die Erwartungen ein bisschen entsprechend nach unten, aber von der Rezession sind wir auch weit entfernt. Also auch was wir an Daten aus den USA bekommen, da können Sie momentan in beide Richtungen stark argumentieren. Und Sie sehen hier nochmal die Spanne der Schätzung, ja, vom Top zum Bottom, also vom Top zum Boden. Und dieser relativ zeitnahe Indikator der Atlanta Fed, der GDP Now, den Sie übrigens auch relativ simpel googeln können, einfach bei Google Atlanta Fed GDP Now eingeben, da finden Sie das alles, ist auch sehr, sehr transparent beschrieben. Es gibt Excel-Sheets, da sehen Sie die verschiedenen Indikatoren, wer da ein bisschen tiefer einsteigen möchte. Meines Erachtens sind ein gutes Sammelsurium an
Indikatoren, um ein Bild zur US-Wirtschaft zu bekommen. Und auch hier gilt momentan, ja, die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Ja, die USA hat auch das Thema, irgendwann schwächt sich die Wirtschaft ab. Auch das sieht man ja in den Daten. Das ist auch kein Geheimnis. Und dementsprechend sieht man auch, dass die Analystenerwartungen in den USA hier etwas entsprechend anpassen. Und jetzt wird man in den nächsten Wochen und Monaten mal schauen, wie der etwas schwächere Dollar sich positiv auf die exportorientierten Unternehmen in den USA auswirkt. Ansonsten, wer sich nochmal fragt, wie es um die Konjunktur in der Eurozone steht, heute kam ja der ein oder andere Datenpunkt, der ja besser reinkam als erwartet, aber gerade das Thema Kreditvergabe ist ja ein wichtiger Punkt, auf den viele schauen und in diesem dezenten, ja, was ist das hier, rosa Pink, sehen Sie die Veränderung der Kreditvergabe der Banken an den privaten Sektor in der Veränderung zum Vorjahr. Und da sehen Sie zwar, wir haben uns zwar aus diesem negativen Band rausgearbeitet in den letzten Jahren, aber Sie sehen auch hier, wir brechen schon wieder nach unten ab und das ist ein Punkt, den die EZB auch versuchte zu stimulieren mit diesem Sechs-Punkte-Plan, den sie hier ja implementiert hat. Vereinfacht gesprochen sagt man der Bank ja, wenn ihr wirklich nachweislich Kredite an den Unternehmenssektor vergebt, dann gibt es eben noch ein kleines Gimmick. Und ja, wir haben verstanden als Zentralbank, dass negative Zinsen schlecht für eure Margen sind. Und wir wissen, wenn die Margen zu schlecht sind, dann ist das schlecht für die Kreditvergabe. Und die Kreditvergabe wollen wir letztendlich auch begünstigen. Also wie gesagt, das hier zu dem Bild und momentan, wenn man sich die konjunkturellen Daten anschaut, auch das Thema China, was ja mit der Währungsabwertung ein Riesen Thema schon mal war Anfang des Jahres. Da muss man momentan sagen, ich glaube, mittlerweile die chinesische Währung hat schon wieder etwas aufgewertet. Wir sind jetzt schon wieder auf einem Niveau, wo keiner mehr drüber spricht. Und wenn Sie sich erinnern, vor wenigen Monaten war das ja noch ein Riesenthema. Und jetzt stellt man halt fest, ja, es gibt einen neuen Fünf-Jahres-Plan. Ja, China wird Probleme haben oder Herausforderungen bei dem Veränderung des Geschäftsmodells der Volkswirtschaft. Ja, man wird an den Märkten intervenieren müssen, um das Thema sozialen Frieden zu wahren. Aber Hand aufs Herz, in der Eurozone drücken wir unser Geldsystem in einen merkwürdigen Bereich, weil wir die Zinsen unten lassen wollen, damit die Peripherie stimuliert wird. In China haben sie künstliche Eingriffe in den Markt, indem sie Arbeitsplätze im Industrie-, Kohle- und sonstigen Rohstoffsektor erhalten, die eigentlich marktwirtschaftlich tot wären, damit im Endeffekt das Sozialgefüge stabil bleibt. Also ich glaube, da nehmen sich alle nichts. Lediglich sind die verschiedenen Länder und Nationen hier auf unterschiedlichen Stufen der Entwicklung, was eben das Thema produktionsorientierte respektive dienstleistungs- und serviceorientierte Industrien und Sektoren betrifft. Kommen wir zum Marktumfeld, Thema Portfoliokonstruktion. Auch das meines Erachtens ein wichtiges Thema, auch wenn es immer ein bisschen technisch ist und der ein oder andere vielleicht damit mal überfordert. Aber Korrelationen zeigen ja nichts anderes an, als ob wieder statistische Zusammenhänge zwischen verschiedenen Größen sich bewegt und wir sehen es hier mal dargestellt, das sind die durchschnittlichen Korrelationen am Aktienmarkt, das sind die durchschnittlichen Korrelationen am Rentenmarkt, also für Staatsanleihen, das sind die durchschnittlichen Korrelationen am FX-Markt, also Forex, das ist der Währungsmarkt und Sie sehen es auch hier mal dargestellt, diese gestrichelte braune Linie, wenn wir den Aktienmarkt betrachten, das ist der 10-Jahres-Durchschnitt und da sehen wir, der Gleichlauf ist da sehr, sehr hoch und Gleichlauf bedeutet nichts anderes, als dass der Grad der Risikostreuung geringer ist. Also sprich, wenn alles in Ihrem Portfolio in die gleiche Richtung geht, dann haben Sie zwar viele Titel im Portfolio, aber wenn alles gemeinsam steigt oder alles gemeinsam fällt, dann haben Sie eine relativ schlechte Risikostreuung. Und wenn Sie weniger Risikostreuung haben, dann haben Sie ein größeres Risiko, um es mal ganz banal zu machen. Und das schaut man sich eben für verschiedene Märkte an und ist doch ein Indikator, der auch ein bisschen hilft, das Portfoliorisiko ungefähr einzuschätzen. Und will Ihnen einfach nur mal deutlich machen, dass wenn Sie heute 50% Aktien haben und 50% Anleihen, dass auch wenn Sie nichts tun, dass trotzdem sich das Risiko verändern kann und das zwar in Abhängigkeit eben hier auch der Korrelation, da sehen Sie, da sind wir beim Aktienmarkt weit über den 10-Jahres-Durchschnitt. Bei den Renten sind wir jetzt wieder ein Stück zurückgekommen. Klar, durch die teilweise leicht unterschiedliche Notenbankpolitik. Ich denke, dass die Korrelationen jetzt wieder ein Stück nach oben gehen werden in der Zukunft, weil auch die USA ja etwas auf die Bremse tritt, was das Thema Zinserhöhung betrifft.
Wobei auch hier möchte ich sagen, zu den USA, gemessen an der wirtschaftlichen Leistung, die momentan erbracht wird, ist das Zinsniveau meines Erachtens zu niedrig. Aber die USA müssen eben die internationale Komponente berücksichtigen. Man weiß, dass steigende Zinsen in den USA die Schwellenländer, die ohnehin momentan ja auch ihre eigenen Probleme im Kredit- und Schuldenzyklus haben, zum Teil vor Probleme stellt. Und dementsprechend kann die USA vielleicht nicht so handeln, wie man es tun würde, wenn man nur den Blick auf die US-amerikanische Konjunktur hätte, weil das ist ganz klar. Wie gesagt, die Bäume wachsen nicht in den Himmel, aber so schlecht in den USA, dass sie ein Zinsniveau von 0,5 brauchen, so schlecht ist es definitiv nicht. Also wie gesagt, das zum Thema Korrelation und hier nochmal im großen Bild dargestellt. Hier schaut man sich den Gleichlauf an, der auch hier ist nochmal dargestellt, der Aktien- und Anleihemärkte für die USA, Großbritannien, Japan und die Eurozone. Und hier wiederum, das ist in Grau ist der Durchschnitt, diese Linie. Und Sie sehen, wir hatten einen massiven Anstieg der Korrelation, also auch einen gewissen Gleichlauf zwischen Aktien und Anleihen. Wenn Sie sich erinnern, im April, Mai letzten Jahres ist ja wirklich, sind sowohl Aktien gefallen als auch Staatsanleihen gefallen. Damals die Rendite von deutschen Staatsanleihen von quasi 0% auf rund 1% gestiegen. Also die Rendite hat sich verzehnfacht. Gleichzeitig sind die Aktien gefallen. Das heißt, sie hatten zwei Vermögensklassen, vermeintlich Risikostreuung, aber da die Korrelation so hoch war, haben sie keinen Risikoschutz gehabt und dementsprechend hat es ganz schön wehgetan im Portfolio. Und jetzt sehen wir hier, dass diese Korrelation wieder zurückkommen. Also wir kriegen wieder einen besseren Grad der Risikostreuung. Aber wenn Sie hier mal die Linie betrachten bis zur gestrichelten braunen Linie, dann sehen Sie immer noch, dass der Grad der Risikostreuung im historischen Kontext relativ niedrig ist. Und dementsprechend echte Risikostreuung, ich habe es hier oben geschrieben, bleibt schwierig. Das heißt, wenn ich es mal auf die Portfoliokonstruktion beziehe, es reicht nicht nur, dass Sie 10 verschiedene Aktien kaufen, sondern Sie brauchen im Portfolio einen Aktienteil, der wirklich gestreut ist über Substanzaktien, über Wachstumsaktien. Sie brauchen nicht nur Aktien aus Industrienationen, Sie brauchen auch Aktien aus Schwellenländern. Sie brauchen nicht nur günstige Aktien, Sie brauchen auch defensive Aktien. Bezogen auf die Anleihen macht es eben auch Sinn, europäische Anleihen, US-Anleihen, defensive Anleihen, Hochzinsanleihen, inflationsgebundene Anleihen, also dieses Thema Risikostreuung. Sie müssen heute viel, viel mehr tun und die Instrumente sind da, um den gleichen Grad an Risikostreuung zu erzielen wie vor 10 Jahren. Also ich hoffe, die Botschaft ist angekommen und dann, wenn man das noch ergänzt um strukturierte Produkte, ja, ich weiß, Zertifikate ist ein Teufelszeug. Man muss eben schauen, wie man es einsetzt. Ein paar Zahlen hatte ich Ihnen ja auch mitgebracht. Und ich glaube, gerade auch für defensive Investoren mit begrenztem Risikobudget im Aktienbereich wird es nicht viele Möglichkeiten geben, auf dem jetzigen Zinsniveau irgendwo noch ein bisschen Aktienmarktrisiko aufzubauen, als sich eben mit dem Thema strukturierte Produkte hier zu beschäftigen. Deswegen, Sie wissen, seit dem 1.3. verfügbar. Multi-Aktiv-Strategie, eine Strategie, die unterschiedliche alternative Investmentansätze vereint, die also das Ziel hat, ein möglichst risikodiversifiziertes Portfolio zu bauen, also Strategien zu kombinieren, die zum Beispiel auf steigende, auf fallende Kurse setzen, Strategien zu kombinieren, die in sich ein eigenes Risikomanagement haben und die gegenläufige Tendenzen versuchen abzubilden, um in der Kombination in diesem Portfolio hier als Depotlösung, die jeweils auf den Namen des Kunden lautet, hier eine einheitliche Lösung zu bieten. Und das aber auch werden wir im Nachgang Ihnen nochmal als Link zur Verfügung stellen. Wir haben das jetzt, nachdem es ja jetzt im Einsatz war, jetzt auch mal hier verfügbar gemacht, im Endeffekt für den breiten Markt. Also, meine Damen und Herren, abschließend, wie helfen wir Ihnen? Die Folie kennen Sie, wenn Sie uns schon länger begleiten. Klar. Unseres Erachtens erstmal ein wichtiger Punkt, die finanziellen Ziele zu definieren. Das ist oft ein Aspekt, den wir sehen, der etwas vernachlässigt wird. Man beschäftigt sich damit, ob man jetzt eher Daimler oder Siemens kaufen soll. Aber auf der anderen Seite hat man sich noch nie Gedanken gemacht, warum man überhaupt Geld anlegt. Und dann natürlich auch zu definieren, gerade in der heutigen Zeit, was ist eigentlich Geldanlage, also Kapitalanlage, bei der ich auch bereit bin, eine gewisse Fristigkeit zu haben, bei der ich auch bereit bin, gewisse Schwankungen zu akzeptieren, um eine Rendite zu verdienen. Und was ist eine Rücklage, wo ich einfach sage, das ist dafür, dass die Waschmaschine kaputt geht für den Urlaub oder für sonstige Sondertilgung bei der Immobilie. Das gilt es mal zu definieren. Und wenn man das mal gemacht hat, dann kann man sehen, welche Rendite brauche ich eigentlich?
Und für all diejenigen, die jetzt nicht mehr so lange bis zum Ruhestand sind, die müssen differenzieren zwischen dem, was ist eine Rendite und was ist ein laufender Ertrag. Weil von der Rendite im 10-Jahres-Durchschnitt können sie sich nichts kaufen, wenn sie monatlich ihre Rente aufbessern müssen. Ansonsten, Abgleichung des aktuellen Kapitalmarktumfeldes mit plausiblen Zukunftsannahmen. Was ist damit gemeint? Es macht natürlich einen Unterschied, ob Sie einen Aktienmarkt haben, der heute mit dem 18-fachen der Gewinne bewertet ist oder mit dem 8-fachen. Es macht natürlich einen Unterschied. Je höher Sie den erwarteten Gewinn kaufen, je teurer Sie einkaufen, desto niedriger sind natürlich die langfristigen Erträge auf Sicht der nächsten 10 Jahre. Und damit muss man sich beschäftigen und dann kommt man vielleicht auch zu dem Schluss, dass es gewisse Märkte gibt, die teurer sind, indem man vielleicht nicht auf einen Schlag, sondern sukzessive und auch optimalerweise bei Rückschlägen einsteigt und dass es andere Märkte gibt, die momentan sehr, sehr günstig sind, die man vielleicht jetzt eher auf einen Schlag erwerben sollte. Dann Abgleich mit der finanziellen Risikobereitschaft. Sie wissen, das kann man auf wissenschaftlicher Basis messen über einen 25-Fragen-Test. Das ist online basiert, auch hier wiederum die Möglichkeit, haben Sie das im Nachgang über das Feedback-Formular anzufordern. Und wenn man das mal gemacht hat, dann kann man wirklich sagen, welche Vermögensklassen brauche ich? Was brauche ich an Aktien, an Anleihen, an Immobilien, Rohstoffen, Edelmetallen, um meine Ziele zu erreichen? Und wenn Sie das wissen, dann ist die Frage, wie setze ich das kosteneffizient und bankenunabhängig um? Es gibt Strategien, dafür kauft man vielleicht eher einen Indexfonds. Es gibt Strategien, da tätigt man vielleicht eine Absicherung. Es gibt vielleicht auch andere Ansätze, da macht das Sinn, irgendein Multi-Manager-Mandat im aktiven Bereich zu haben. Also sprich, auch hier gibt es keine Pauschallösung, sondern ich glaube, es gibt ein so großes Angebot an Investmentlösungen, die man eben passend zur Situation zusammenbauen muss. Und klar, bei welcher Bank lagere ich das? Alles im Inland, also in Deutschland oder auch im Ausland. Welche Varianten gibt es da? Nicht aus dem Sinne der Steueroptimierung, sondern einfach vor dem Hintergrund der Risikostreuung. Und klar, regelmäßig sollte ich das Ganze abgleichen. Ja, meine Damen und Herren, wir haben jetzt 18:45 Uhr. Ich wäre dann mit dem Vortrag durch und ja, bisher kamen keine Fragen. Überrascht mich ein wenig. Ich überlege gerade, ob nee, Fußball läuft jetzt, glaube ich, auch nicht. Also hoffe, ich habe Sie da jetzt nicht erschlagen. Deswegen an dieser Stelle jetzt eine gute Möglichkeit, entsprechend Fragen zu stellen. Und um auch dem vorzugreifen, Sie haben natürlich jederzeit auch die Möglichkeit, einfach über das Feedback-Formular entsprechend hier natürlich nochmal Ihre Frage zu kommunizieren. Der ein oder andere ist ja manchmal ein bisschen chinant im Internet hier Fragen einzugeben. Und auf der anderen Seite, ja, wir leben noch in einer Zeit, in der man auch den Telefonhörer in die Hand nehmen kann. Die Rufnummer finden Sie auch entsprechend hier auf der Seite eingeblendet. Ja, hier kommt eine Frage. Was halten Sie von einer Streuung über verschiedene vermögensverwaltende Fonds? Ja, grundsätzlich sehr sinnvoll. Natürlich hier verschiedene Konzepte einzusetzen, da tendenziell auch die verschiedenen Manager in verschiedenen Marktphasen ihre Stärken haben. Von daher würde ich immer verschiedene Ansätze kombinieren. Im nächsten Schritt macht es aber Sinn, sich die Fonds im Detail anzuschauen, weil wenn Sie zum Beispiel einen klassischen vermögensverwaltenden Fonds haben, dann wechselt der häufig oder hat als Hauptanlageklassen Aktien, Anleihen und gegebenenfalls Cash. Das heißt, er probiert einen Mehrwert aus der Selektion von einzelnen Aktien und Anleihen zu kreieren. Das fällt ihm schwerer oder einfacher in Abhängigkeit der Korrelation, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Aber am Ende des Tages kommt auch ein Großteil seiner Rendite aus dem Timing. Also geht er zur richtigen Zeit aus dem Aktienmarkt raus, schafft das wieder antizyklisch reinzugehen, wenn es günstiger ist. Also vieles ist dann eben doch eine Timing-Geschichte. Und deswegen, wenn man vermögensverwaltende Fonds kombiniert, ist es wichtig zu verstehen, wie der jeweilige Fonds seine Rendite generiert, weil die einen generieren Renditen, die sind eher marktabhängig. Die hatten also auch in den letzten Jahren, haben sehr stark von dem starken Entwicklung am Anleihenmarkt auch profitiert. Andere fahren eine Strategie, die ist weniger marktabhängig. Die hatten dann tendenziell in den letzten Jahren eine geringere Rendite. Aber wenn man jetzt nach vorne schaut, meines Erachtens sind dann diese Fonds tendenziell im Vorteil. Also ja, ganz klar, man sollte verschiedene vermögensverwaltende Konzepte nutzen. Wichtig ist es zu verstehen, wie die Fonds ihre Rendite jeweils generieren. Und das ist auch ein Thema, was wir natürlich auch hier
abbilden und Ihnen auch zeigen, okay, wie kann man Fonds, vermögensverwaltende Fonds kombinieren, wie kann man diese überwachen und dann kann man es auch auf Ihr konkretes Portfolio, kann man Ihnen das, was Sie jetzt hier vorhin auf Marktebene gesehen haben, mit dem Thema Korrelation, mit dem Thema Gleichlauf, mit dem Thema Klumpenrisiko, das kann man wirklich auf Ihr konkretes Portfolio auswerten und dann sieht man auch sehr gut, in welchen Segmenten macht es Sinn, einen vermögensverwaltenden Fonds vorzukommen, weil er wirklich auch aktiv ist. In welchem Sinn macht es aber auch eher Sinn, vielleicht einen ETF zu kaufen, weil er günstiger ist und das dann eben auch das gewünschte Profil am kosteneffizient umzusetzen. Aber wie gesagt, das kann man auch nochmal individuell ein bisschen vertiefen. Da haben wir ein paar schöne Auswertungen, die das ja auch auf Ihr persönliches Portfolio beziehen lassen. Was haben Meldungsguthaben über, was haben, ach so, was haben Meldungen über Helikoptergeldaufsicht? Muss man sich ernsthaft Gedanken machen über derlei Maßnahmen in der Zukunft? Also, was ist mit Helikoptergeld gemeint? Das Thema kommt einfach aus daher, dass man sagt, okay, wenn die Nachfrage eben so niedrig ist, dann müssen wir einfach die Bevölkerung mit Geld versorgen. Also bildlich gesprochen fliegen wir mit dem Helikopter hoch, wir werfen Geldsäcke aus dem Hubschrauber, dann haben die Leute das Geld und dann gehen sie schon einkaufen. Wenn sie einkaufen gehen, dann kurbeln wir die Konjunktur an und über die Konjunkturankurbelung gibt es neue Arbeitsplätze. Neue Arbeitsplätze brauchen neue Fabrikgebäude, brauchen neue Bürofläche und dann ziehen wir die Wirtschaft darüber nach oben. Das ist die Thematik. Grundsätzlich, meines Erachtens, wird das so sein, dass wir einfach aufgrund dieses am Anfang angesprochenen Themas von relativ geringem Wachstum, weil wir hatten jetzt eben schon lange keinen Krieg. Karl Marx hat, glaube ich, mal gesagt, Konjunkturkrise, Krieg. Wir hatten jetzt schon glücklicherweise lange keinen Krieg, der Produktionskapazitäten zerstört hat, die man dann wieder aufbauen musste, was dann natürlich für Arbeit gesorgt hat. Dementsprechend können wir heute auf globaler Ebene viel mehr und viel günstiger produzieren, als wir nachfragen können. Dazu haben wir noch ein gewisses Limit, natürlich auch durch die Belastung der Umwelt, durch unsere Interaktionen hier. Also von daher, ich glaube, man wird nicht darum rumkommen, dass man sagen wird, man überträgt einen Teil der Staatsanleihen auf die Notenbank. Das gibt es ja in vielen Schwellen schon. Und dann stellen Sie sich einfach vor, die Notenbank hält, ich sage jetzt mal irgendwas, 30% der ausstehenden Staatsverschuldung, die über Anleihen am Markt platziert ist. Und momentan ist es doch nichts anderes, als dass der Staat den Zins auf die Anleihe zahlt, der landet bei der Notenbank und die Notenbank schüttet diesen Überschuss wieder in den Staatshaushalt aus. Also linke Tasche, rechte Tasche. Das entlastet sie zwar liquiditätsmäßig, aber das ändert natürlich nichts an ihrem Schulden zum Wirtschaftsleistungsverhältnis. Also könnte man ja durchaus sagen, okay, bis zu, ich weiß nicht, 25, 30% der Anleihen, die die Notenbank hält, die werden ersatzlos gestrichen, respektive die werden zinslos gestellt und die Fälligkeit wird auf in 100 Jahren verschoben. Dann würde sofort die Staatsverschuldung um 20 bis 30% fallen. Der Staat hätte wieder ausreichende Kapital, um Konjunkturprogramme, Infrastrukturprogramme, Pakt für Wachstum und wie Sie das alles nennen möchten, zu finanzieren. Und die Frage, die wir uns dann stellen müssen, würde das zu einer Inflation führen, weil das Vertrauen in das Geld verloren geht? Das wäre so dieser negative Aspekt. Meines Erachtens, wir haben das gesehen mit Griechenland 2011, als die griechischen Staatsanleihen schwerpunktmäßig auf den Büchern des privaten Sektors, also respektive Banken und Versicherungen waren, sehr, sehr große Verunsicherung am Markt, dann wurden der private Sektor sukzessive entlastet von den griechischen Anleihen. Die hat man dann in irgendwelche Rettungsschirme, supranationale Institutionen, respektive auch die Notenbank gepackt. Und danach hat es keinen Mensch mehr interessiert. Warum? Weil der private Sektor nicht getroffen ist. Und das ist ein Aspekt, den ich mir durchaus vorstellen kann, weil am Ende des Tages, auch da müssen wir ja mal ehrlich sein, dass natürlich die Vermögensverteilung auf globaler Ebene, und damit meine ich nicht nur die ganz, ganz Armen und die ganz, ganz Reichen, sondern große Teile der Bevölkerung haben ja gar kein nennenswertes Vermögen. Und ob sie darauf jetzt 0% Zins bekommen oder 10% Zins, wenn sie einfach keine Basis haben, auf die die Zins bezahlt wird, dann spielt es auch keine Rolle. Also von daher glaube ich, in einer Demokratie, wo ja auch jeder die gleiche Stimme hat, unabhängig davon, was er irgendwo wo beiträgt, dass wir diese Tendenz irgendwann haben werden, dass wir über die Restrukturierung von Schulden sprechen wird. Und da die Schulden des einen die Vermögen des anderen sind, würden ja auch die Vermögen restrukturiert. Und da wir uns einem verknüpften Finanzsystem
befinden, wie ich es ja am Anfang dargestellt hatte im Big Picture, müssen Sie das im Endeffekt vom Buch des privaten Sektors nehmen und Sie müssen es irgendwo auf den öffentlichen Sektor packen. Und ob es dann einen Vertrauensverlust gibt oder nicht, das wird man sehen. Sofern es einen Vertrauensverlust gibt, wäre es dann natürlich praktisch, Sachwerte zu halten, wie Aktien oder auch Gold. Aber es könnte natürlich auch im Extremfall sein, dass das überhaupt zu keinem Vertrauensverlust kommt. Und dann würde natürlich etwas wie Gold ad absurdum geführt. Niemand weiß es. Deswegen empfehle ich auch eine gewisse Quote an Edelmetallen als strategischen Anker in der Vermögensstruktur. Aber der sollte nicht so groß sein, dass er ihre Vermögensentwicklung insgesamt hemmt. Ja, also das zum Thema Helikoptergeld. So, meine Damen und Herren, weitere Fragen, sonstige Punkte, Hinweise? Grundsätzlich wissen Sie ja, Kritik immer bitte an uns, Lob können Sie öffentlich kommunizieren. Gut, dann, wenn keine Fragen mehr sind, dann darf ich mich abschließend bei Ihnen für die Aufmerksamkeit bedanken. Wir werden Ihnen im Nachgang auch die Online-Konserve als Aufzeichnung noch zur Verfügung stehen. Die Kontakt- und Kommunikationswege sind ja auch bekannt. Dementsprechend wünsche ich Ihnen einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Machen Sie es gut. Bis bald. Auf Wiedersehen.